Thomas Silberhorn für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorhin also der neue Ausschuss Digitale Agenda, jetzt ein neuer Untersuchungsausschuss. Man sieht, hier entfaltet sich die ungebremste Arbeitswut dieses Hauses. Und wenn Herr Ströbele Sie Eile anmahnen, wir werden, glaube ich, die Woche Zeit für eine Diskussion noch gut gebrauchen können, um beide Anträge auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses noch einmal genau anzuschauen. Wir haben ja eine Diskussion seit dem letzten Sommer. Fast wöchentlich erreichen uns neue Enthüllungen in geringerer Taktzahl, aber immer wieder Neues, was letztlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht gerade verbessert. Ich denke jüngst an die Nachricht darüber, dass auch das Handy des vormaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder abgehört worden ist. Meine Damen und Herren, das ist genauso inakzeptabel wie die Überwachung des Handys der Bundeskanzlerin. Da müssen wir in beiden Fällen uns sehr deutlich dagegen verwahren. Das Ausmaß gezielter Spionage hätte wohl niemand für möglich gehalten. Vor allem der Anspruch auf vollständige Erfassung, Überwachung und Speicherung von Daten ist mit unserem Rechtsverständnis nicht vereinbar. Und deswegen müssen wir überlegen, wie wir in diesem Hause damit umgehen. Aufklärung tut jedenfalls Not, da sind wir uns einig. Die Union war anfangs durchaus zurückhaltend, was die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses angeht. Sie haben es zu Recht angesprochen. Das aber nicht ohne Grund. Es ist natürlich zweifelhaft, ob ein Untersuchungsausschuss tatsächlich wesentliche neue Informationen zutage fördern kann. Schließlich geht es um Nachrichtendienste anderer Staaten, hier der USA und Großbritanniens. Und deswegen werden wir Vertreter dieser Staaten schwer als Zeugen bekommen können. Und das sollten wir uns und der Öffentlichkeit auch nichts vormachen. Der Ausschuss wird also eher Umwege finden müssen, um an Informationen heranzukommen, die zuverlässige Aussagen über die Tätigkeit der NSA und des britischen Dienstes ermöglichen. Aber wir erkennen ausdrücklich an, dass die Menge an Enthüllungen, an Informationen zur Arbeit der amerikanischen und britischen Dienste umfassend aufgearbeitet werden muss. Gerade in den letzten Monaten sind neue Aktivitäten bekannt geworden, die nahelegen, dass wir eine systematische Untersuchung durch den Deutschen Bundestag brauchen. Deswegen legen wir als Koalition heute einen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vor. Sie können unserem Antrag entnehmen, dass wir nicht mit unangenehmen Fragen sparen, weder in Bezug auf die vorherigen Bundesregierungen, ich spreche im Plural, noch in Bezug auf die Arbeit deutscher Nachrichtendienste. Wir malen uns also die Welt nicht, wie sie uns gefällt, sondern im Gegenteil, wir greifen alle wesentlichen Punkte aus dem Antrag der Opposition auf. Es wird also einen Untersuchungsausschuss geben. Wir sind im Grundsatz auch einverstanden mit dem Untersuchungsgegenstand, sodass das Ob nicht in Frage steht, aber über das Wie genau der Untersuchungsgegenstand formuliert ist, darüber müssen wir uns noch unterhalten. Herr Ströbele, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung? Das war der Teil, ja, normalerweise mache ich das, aber kommen wir zum gleichen Ergebnis. Dann bitte Herr Ströbele. Herr Kollege, das Problem, was wir jetzt auch dauernd gefragt werden überall, ist, warum haben Sie denn überhaupt noch mal einen eigenen Antrag da reingebracht? Wenn man das mal zu Ende denkt und wir, das heißt die Linken und die Grünen zusammen, den Antrag durchbringen können, unseren Antrag, und Sie theoretisch ja Ihren Antrag auch durchbringen, sollen wir dann zwei Untersuchungsausschüsse haben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist auch in früheren Legislaturperioden mal so erörtert worden. Wir müssen das doch, wenn Sie einen eigenen Antrag und auch darauf beharren, da einbringen, dann kann das doch nur bedeuten, Sie wollen uns da irgendwie verdrängen mit unserem Antrag, und das werden wir auf gar keinen Fall zulassen. Und ich erkenne ja an, dass Sie in den letzten Tagen dann noch den einen oder anderen Satz von uns übernommen haben in Ihren Antrag. Das ist aber offenbar so schnell und so schusselig gewesen, dass derselbe Satz dann zweimal in Ihrem Antrag drin war. Also vielleicht machen wir es uns einfacher. Sie ziehen Ihren Antrag zurück und sagen dann, in welchen Punkten Sie noch zusätzlichen Bestimmtheitserfordernissen Rechnung tragen wollen und wo nicht. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Ströbele, für diese Frage. Die Beantwortung dieser Frage ist der wesentliche Gegenstand meiner Rede.
Wir haben deshalb einen eigenen Antrag vorgelegt, weil Ihr Antrag in der Formulierung des Untersuchungsgegenstandes an mehreren Stellen zu unbestimmt ist. Und wir sind in dieser Frage nicht ganz frei, denn die Bestimmtheit des Untersuchungsgegenstandes ist eine verfassungsrechtliche Anforderung, die wir erfüllen müssen und die das Bundesverfassungsgericht konkretisiert hat. Insofern ist das nicht la pour la, sondern es dient im Übrigen auch dem Schutz von Betroffenen. Der Untersuchungsausschuss ist ja mit den scharfen Schwertern der Strafprozessordnung ausgestattet und deswegen ist es ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit, den Untersuchungsgegenstand exakt zu bestimmen. Und wenn Sie mir gestatten, Sie dürfen auch gerne Platz nehmen, so viel Zeit will ich gar nicht in Anspruch nehmen, will ich den Konkretisierungsbedarf Ihres Antrages ganz kurz erläutern. Wenn es zum Beispiel um die Überwachung der Kommunikation von und nach Deutschland geht, wollen Sie nach Ihrem Antragsentwurf ganz allgemein ausländische Nachrichtendienste erfassen und nur insbesondere US-amerikanische und britische Nachrichtendienste. Das ist zu wenig oder anders formuliert zu viel, wenn man ganz allgemein alle erfassen will. Für die Bestimmtheit ist es zu wenig. An anderer Stelle ist von Kontrollinstitutionen die Rede. Aber warum werden sie nicht konkret benannt? Es ist doch klar, worum es gehen soll, um das parlamentarische Kontrollgremium, um die G10-Kommission, um die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Wenn man das weiß, dann kann man es auch hinschreiben, dann ist es klar. Und schließlich sollten wir in zeitlicher Hinsicht für den gesamten Untersuchungsgegenstand auf den 11. September 2001 abstellen und nicht nur für Einzelfragen einen Zeitraum definieren. Und deswegen muss an mehreren Stellen der Untersuchungsgegenstand nach unserer Auffassung deutlich präziser gefasst werden. Das ist der Grund, weshalb wir einen eigenen Antrag vorlegen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, ein solcher Untersuchungsausschuss ist kein Selbstzweck. Die Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, sollen unsere Sicherheit nicht gefährden, sondern im Gegenteil, sie sollen uns helfen, dass wir für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen können und dass wir damit auch mehr Freiheit für unsere Bürger sichern können. Wir leben insoweit nicht auf einer Insel der Seligen. Ich will nur daran erinnern, dass erst jüngst wieder Berichte bekannt geworden sind, dass meist junge Leute sich fanatisieren lassen und sich verleiten lassen, nach Syrien zu fahren, um dort im Bürgerkrieg zu kämpfen. Wenn diese Leute zurückkommen, sind sie ein Gefahrenpotenzial in unserer Gesellschaft, das wir nicht unterschätzen dürfen. Der Generalbundesanwalt führt nach meinen letzten Informationen 6 Ermittlungsverfahren gegen deutsche Staatsangehörige im Zusammenhang mit Syrien. Und wenn es zutrifft, was in Medien behauptet worden ist, dass Al-Qaida deutschen Dschihadisten in Syrien die Pässe wegnimmt, um diese Pässe bei Anschlägen in Europa zu verwenden, dann ist das ein alarmierendes Zeichen, das wir wirklich ernst nehmen müssen. Wir müssen die Aktivitäten solcher Kämpfer, wir müssen ihre Reisebewegungen überwachen und dazu brauchen wir auch die Erkenntnisse von befreundeten Diensten, mit denen wir uns austauschen. Wir dürfen bitte nicht vergessen, dass Hinweise dieser befreundeten Dienste bereits mehrfach maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Anschläge in Deutschland verhindert werden konnten. Und deswegen, meine Damen und Herren, darf der Untersuchungsausschuss, und das ist kein Vorwurf, sondern eine Sorge, die wir formulieren wollen, deswegen darf der Untersuchungsausschuss nicht dazu führen, dass unseren deutschen Diensten der Saft abgedreht wird und sie dann auch keine Informationen von befreundeten Diensten mehr erhalten, sondern wir müssen schon diese Globalisierung der Gefahr im Auge behalten. Und dann ist klar, wenn ein konkreter Verdacht auf schwere Straftaten besteht, dann ist der Austausch von Informationen unserer Dienste unverzichtbar für unsere Sicherheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen, dass dieser NSA-Komplex intensiv untersucht wird. Wir wollen nicht weniger aufklären als die Oppositionsfraktionen. Wir wollen es nur etwas genauer mit einer präziseren Formulierung des Untersuchungsgegenstandes. Und dazu sind wir bereit, über diese Formulierung zu reden. Ich darf unser Gesprächsangebot dazu ausdrücklich erneuern. Und ich denke, der Geschäftsordnungsausschuss ist der richtige Ort, um diese Diskussion ernsthaft fortzusetzen. Unser Anliegen wäre, beide Einsetzungsanträge zu einem zusammenzuführen. Und bei gutem Willen auf allen Seiten sollte das, meine ich, machbar sein. Der Untersuchungsausschuss kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die richtigen Schlüsse zu ziehen für unsere Bürger, für die Unternehmen und für den Staat als Ganzes. Und ich denke, unser gemeinsames Ziel sollte es sein, damit bei der Datensicherheit, bei der Spionageabwehr und beim Schutz von Bürgerrechten künftig besser gewappnet zu sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege.